Die zweite Bundesliga-Saison 23/24 könnte so spannend sein wie noch nie. Mit den Absteigern aus der ersten Bundesliga, mit Schalke und auch der Hertha aus Berlin kommen zwei enorm starke Vereine aus der ersten Liga runter. Mit Wien Wiesbaden, Osnabrück und Elversberg hat man drei Aufsteiger, die letztes Jahr sehr gut dominiert haben, die dritte Liga. Und ich denke, das macht die zweite Liga so interessant und auch dominant wie noch nie. Gerade aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, mal in diesem Jahr eine Prediction zu machen, über die wir uns nächstes Jahr im Stream gerne hier unten auf Twitch folgen oder auch auf YouTube als Reaction-Video gerne mal kaputt lachen wollen oder können. Und deswegen fangen wir ohne weiteres Geschwafel einfach mal an mit Platz 18. Auf Platz 18 sehe ich aktuell leider ganz klar die SV Elversberg. Man hat hier einfach sich zwar mit Martinovic von Waldhof Mannheim und Fakir vom VfB Stuttgart einen beträchtlichen Marktwert mitgebracht, hat zwar in der Offensive verstärkt, dennoch hat man mit Nick Woltemade einen Spieler verloren, der die Drittliga letztes Jahr sehr stark dominiert hat nach anfänglichen Schwierigkeiten. Ebenso hat man leider den geringsten Etat, den geringsten Marktwert und wahrscheinlich auch die schlechteste Struktur eines Vereins für die zweite Bundesliga. Und daher leider Platz 18 für mich. Allerdings könnte man das mit diesem Push, mit dem man einen Aufstieg verbindet, noch, naja, wettmachen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen reicht die Qualität nicht weiter aus als für Platz 18. Platz 17 belegt in meinem Ranking die VfL Osnabrück. Ganz einfach, man hat mit Simakala einen Offensivspieler verloren, der das generelle Spiel letztes Jahr sehr weit gelenkt und auch gedacht hat bei Osnabrück. Man hat mit Lennart Krill einen Torwart ausgeliehen von Union Berlin, der wahrscheinlich die Defensive sehr gut verstärken kann. Dennoch gehe ich sehr stark davon aus, dass auch hier die Qualität nicht für einen Verbleib in der Liga ausreichen wird. Kommen wir zum Relegationsplatz 16, der belegt für mich der SVW in Wiesbaden. Wenn man hier sogar noch diesen kontroversen Offensivspieler Benedikt Hollerbach abgeben sollte, könnte es sogar noch einen Tausch mit Osnabrück geben. Allerdings gehe ich auch hier einfach davon aus, dass die Qualität im gesamten Paket des Vereins nicht ausreicht, um wirklich über dem Strich komplett zu stehen und man deshalb in die Relegation gehen wird. Auf Platz 15 wird für mich die Eintracht aus Braunschweig landen. Ganz einfach, man hat mit Ferrei, der zum HSV gegangen ist, und hier zwei gute offensive Spieler verloren, die gerade mit Ferrei letztes Jahr das Spiel von Braunschweig doch sehr, sehr stark beeinflusst haben. Ich denke, gerade so ein Unterschiedsspieler ist sehr, 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 sehr schwer 1:1 zu ersetzen, beziehungsweise noch besser zu ersetzen. Braunschweig hat letztes Jahr auch sehr, sehr lange mit im Abstiegskampf gesteckt und wird deshalb für mich auch dieses Jahr wieder sehr weit unten landen, eben mit Platz 15. Platz 14 in meinem Ranking belegt die Hansa aus Rostock, die Kogge. Man hat sich zwar mit Vassiliadis, Singh und auch Kinzombi stark verstärkt, allerdings war die Klasse letztes Jahr auch nicht besonders hoch. Man hat auch letztes Jahr relativ lange um den Klassenerhang bangen müssen, beziehungsweise hat sehr lange im Klassenabstiegskampf gesteckt. Deswegen denke ich, wird es dieses Jahr ein bisschen früher vielleicht klappen, ein bisschen weiter über dem Strich, aber auch nicht wirklich oben angreifbar für die Kogge. Der erste etwas krassere Take jetzt vielleicht auf Platz 13, denn hier sehe ich aktuell die Greuther führt. Auch laut Marktwert sollte diese Mannschaft weiter oben stehen. Man hat sich auch mit dem ein oder anderen Transfer, wie beispielsweise Beni von Paderborn, verstärken können. Allerdings sehe ich einfach diese Konstanz, die auch letztes Jahr sehr, sehr krass gefehlt hat, die Chancenverwertung, gerade auch jetzt, wo Ragnar Ache nicht mehr mit dabei ist, der ist nämlich jetzt nach Kaiserslautern gewechselt, kommen wir später noch dazu, einfach ein bisschen verloren gegangen, die war letztes Jahr auch schon nicht so stark, deswegen denke ich, wird es für Greuther Fürth auch dieses Jahr keine Glanzsaison werden. Ein weiterer Hot Take ist jetzt auf Platz 12 mit Nürnberg, eine Mannschaft, die letztes Jahr hinter allen Erwartungen zurückgeblieben ist. Man hat auch jetzt den ein oder anderen Spieler gehen lassen, wie Beispiel Nürnberger hat Nürnberg verlassen. Mit Hayashi hat man zwar einen wertvollen Stürmer ausleihen können, dennoch sehe ich hier einfach im Vergleich zu letztem Jahr auch nicht so wirklich die großen Sprünge. Man hat, naja, auch letztes Jahr die Konstanz vermissen lassen, gerade in Spielen, wo man gedacht hat, müsste man easy gewinnen, hat man leider keine drei Punkte holen können. Deswegen denke ich, ist man hier vielleicht noch mehr an einem Rebuild dran, als man es eigentlich zugeben möchte. Und man sucht ja auch aktuell noch einen weiteren Stürmer. Und deswegen denke ich, man wird sich da eher, naja, im unteren Tabellenhälfte oder in
naja, im Mittelfeld etablieren. Platz 11 wird in meiner Vorstellung vom Karlsruher SC eingenommen. Die Mannschaft um Trainer Christian Eichner, den ich auch schon persönlich kennenlernen durfte, übrigens ein sehr netter Typ, auch wenn er beim KSC Trainer ist, hat letztes Jahr eine relativ solide Saison gespielt. Man hat jetzt mit Lars Stindl den wahrscheinlich besten Transfer der zweiten Liga tätigen können, ein wahrer Königstransfer. Dennoch gehe ich davon aus, dass es jetzt nicht krass weiter nach oben gehen wird. Vielleicht kann man sich höchstens bis Platz 7 hochkämpfen, wenn man das ein oder andere Mal Spielglück hat, so wie letzte Saison. Allerdings denke ich doch, dass es weiter ins Mittelfeld reingeht und es am Ende doch Platz 11 sein wird. Kommen wir nun in die erste Tabellenhälfte. Und zwar sehe ich auf dem 10. Platz die Magdeburger. Christian Titz hat die Mannschaft nach einem holprigen Start relativ solide und stabil werden lassen. Man hat auch einen sehr attraktiven Offensivfußball spielen lassen. Hat allerdings mit Quarteng einen Mann aus der Offensive verloren, die man mit Arslan von Holstein Kiel ersetzen konnte. Ich denke, gerade mit dem Offensivfußball und auch der Einstellung von Christian Titz und den Fans im Hintergrund von Magdeburg kann man da nächste Saison auf jeden Fall die obere Tabellenhälfte angreifen. Auf Platz 9 tippe ich jetzt meinen Herzensverein, den 1. FC Kaiserslautern, vielleicht mit der Fanbrille auf, 1, 2, 3, 4 Plätze zu hoch. Vielleicht aber auch der ein oder andere zu niedrig. Wer hätte letztes Jahr auch den Platz 9 genommen? Ich glaube, jeder vor der Saison. Ich denke, mit den Transfers, die man getätigt hat, mit Puchacz, mit Tobias Raschel, mit Jan Elvedi, mit Richmond Tatchy und auch mit Ragnar Ache, den man jetzt noch verpflichten konnte als Stürmer, hat man da eine sehr, sehr, sehr stabile und gute Mannschaft zusammen. Man hat den ein oder anderen jungen Spieler noch dabei, man hat den ein oder anderen jungen Spieler auch ausgeliehen, um Spielpraxis zu geben. Ich denke, Platz 9 ist realistisch. Wenn es ein oder zwei oder drei Plätze weiter unten sind, bin ich auch überhaupt nicht böse, nehme ich mit. Hauptsache, wir bleiben so früh es geht in der Liga und gesichert und können eine schöne Saison sehen. Auf Platz 8 würde ich jetzt Hannover 96 einordnen, nach einem Jahr, wo man, naja, nicht wirklich zufrieden sein konnte, wo man auch wieder hier hinter allen Erwartungen zurückgeblieben ist, denke ich, wird man sich dieses Jahr fangen. Man ist auch hier noch auf der Suche nach einem weiteren Stürmer, möchte ja aber keine absoluten Dramaschüsse machen oder irgendwelche Schnellschüsse machen, sondern wirklich den Markt sondieren und einfach schauen, was passiert. Und ich denke, wenn man so rangeht und auch clever agiert, auf dem Platz, neben dem Platz, was halt eben Transfers beinhaltet, wird man auch eine solide Saison spielen. Platz 7 sehe ich aktuell Holstein Kiel, auch wenn man mit Fabian Reese einen extrem wichtigen Mann an Hertha verloren hat, denke ich, dass die Holsteiner eine relativ gute und solide Mannschaft zusammenhängen, wenig Hin- und Her-Transfers, man hat den Kern der Mannschaft zusammenhalten können, was auch immer relativ wichtig ist für einen Aufbau, für einen Weiterbau, für eine Verbesserung einer Mannschaft. Und ich denke, dass Holstein Kiel auf dem 7. Tabellenplatz landen wird. Auf dem 6. Platz sehe ich aktuell St. Pauli. Nach einem, naja, etwas schwächeren Saisonstart hat man eine extrem, extrem, extrem starke Rückrunde spielen können. Man hat sogar nochmal am Aufstiegskampf geschnuppert, mit drin gewirkt, aber am Ende ist es dann doch nichts geworden. Ich glaube, man kann hier, wenn man von Anfang an gute Arbeit leistet in der Saison, relativ gut oben mitspielen. Wenn es vielleicht für den Aufstieg reichen sollte, freue ich mich auf jeden Fall für St. Pauli. Aber man hat hier keine Megatransfers, man hat sich sinnvoll verstärkt hier und da, ist jetzt eher weniger die Erwähnung wert. Aber ich denke, ein solider 6. Platz und ein guter 6. Platz ist für St. Pauli auf jeden Fall drin. Platz 5 sehe ich aktuell Fortuna Düsseldorf. Man hatte den ein oder anderen Spieler verloren mit David Kownacki, Ruben Hengings, Clara und so weiter und so fort. Allerdings denke ich dennoch, man kann mit Fortuna Düsseldorf auf jeden Fall rechnen. Den einen oder anderen sinnvollen Transfer auf jeden Fall getätigt. Deswegen denke ich, dass dieser Platz für Fortuna Düsseldorf gerechtfertigt ist. Platz 4 wird meines Erachtens nach der SCP mit dem Megatransfer Max Kruse. Die Saison letztes Jahr war schon relativ gut. Man hat auch hier relativ lange oben mitgespielt. Ich glaube, mit so einem Spielertyp und auch einem Charakter wie Max Kruse, der auch Technik besitzt, der eine Mannschaft auch weiterbringen kann, der auch gewisse Erfahrung mitbringt aus Bundesligaspielen und so weiter und so fort, wird dieser Mannschaft weiterhelfen und eventuell sogar helfen, mit an dem Aufstiegskampf beteiligt zu sein. Platz 3 und damit der Relegationsplatz für die Aufstiegsspiele in die Fußball-Bundesliga belegt meiner Meinung nach Hertha BSC Berlin. Nach solchen Jahren in der ersten Bundesliga, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken sollte, denke ich, geht man hier wieder hoch
in die Bundesliga, allerdings über die Relegation, wenn es ein bisschen ruhiger wird um die Hertha. Naja, jetzt hat man das Trainingslager-Thema mit Marius Gersbeck gehabt. Ist nicht optimal gelaufen, aber ich denke, sie haben auch den einen oder anderen guten Transfer getätigt. Natürlich auch Spieler wie Jessica Gangkamp verloren. Allerdings gehe ich doch stark davon aus, dass mit diesem aktuellen Marktwert, den sie noch haben und auch wahrscheinlich der eine oder andere Transfer noch getätigt wird, auf jeden Fall in der zweiten Liga oben mitmischen werden. Der ein oder andere, der jetzt schon aufgepasst hat, weiß, was jetzt wahrscheinlich kommen mag, denn mein Platz 2 ist der Hamburger SV. Man wird es kaum glauben, ich habe auch wirklich lange überlegt, ob ich sie wirklich auf Platz 2 oder 1 setzen soll. Dennoch, ich denke, nach den glücklosen vergangenen Jahren hat man hier und da ein bisschen an Stellschrauben gedreht. Man geht auch weiter mit Tim Walter rein, was ich denke auch für eine Konstante wirklich gut finde. Auch wenn er mir als Typ manchmal ein bisschen unsympathisch ist, aber das lassen wir hier raus. Denke ich, dass der HSV Platz 2 belegen wird. Und wer auch clever ist und mitdenken kann, weiß auf jeden Fall, dass mein Platz 1 jetzt der FC Schalke 04 sein wird. Ich habe jetzt erst vor kurzem ein Interview vom Trainer von Schalke gelesen, dass sie auf jeden Fall aufsteigen müssen, werden und auch wollen. Denn das Ganze ist ganz klar. Sie haben einen brutalen Kader. Jetzt vor kurzem, vor der Aufnahme, habe ich noch gelesen, sie holen Timo Baumgartl. Ein extrem guter Transfer. Wenn er fit ist, verstärkt er auf jeden Fall die Defensive von Schalke 04. Offensiv haben sie eh einen wahren Knipser verpflichtet, auch wenn sie Marius Bülter verloren haben. Nicht verpflichtet, sondern haben sie natürlich im Kader, der eigentlich ja schon weg war, dann nochmal einen Vertrag bekommen hat. Ihr wisst natürlich alle, von wem ich spreche. Und ich denke, Schalke 04 wird ganz klar die Nummer 1 dieser Saison und der Primus der Liga werden. Jetzt seid ihr natürlich wie immer gefragt, wen seht ihr auf den ersten 3, wen seht ihr auf den letzten 3? Habt ihr vielleicht irgendwo anderer Meinung? Habe ich vielleicht manche Mannschaften komplett wahnsinnig getippt? Schreibt mir gerne unten alles in die Kommentare. Wenn euch das Video dennoch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, euer Marvin. Ciao.